Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Zum dritten Panzer im Adventskalender 2019 für World of Tanks. Heute haben wir den FV1066 Senlec. Das ist der Tier 8 Premium leichte Panzer der Briten im Adventskalender. Und wie auch die anderen beiden Angebote vorher, wird es den vermutlich in zwei verschiedenen Varianten geben. Also einmal ein Paket im Premium Shop, wo ihr euch den Panzer in einem, ja, ich will nicht sagen überteuerten Paket, aber in einem zugepackten Paket mit ziemlich viel Scheiß, den man nicht braucht, kaufen kann. Dadurch sind diese Pakete immer relativ teuer, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil finde. Oder die zweite Variante, im Game für Gold, dann meistens abgespeckt und meistens nur der Panzer selber, dann ein bisschen günstiger als die Angebote aus dem Premium-Shop, aber ja, wirklich rabattiert sind die Fahrzeuge nicht. Schauen wir uns das Fahrzeug mal an. Ein leichter Panzer, die Kanone, 189 Pen auf der Standardmunition, das ist AP. Premium-Munition ist 223 Pen, beide Munitionsarten 180 Alpha. Die HE-Munition ist sehr, sehr gut, davon solltet ihr ein paar Granaten auf jeden Fall einstecken, denn gegen gegnerische Lights, das werden wir auch hier in der Runde sehen, funktioniert die wirklich gut. 90 Pen auf der HE, das ist wirklich gut. Bei einem Alpha, wenn ihr durchschlagt, von 280. Die Kanone, 0,38 Genauigkeit. Das ist nicht wirklich prall, aber typisch für so Lights auf der Tierstufe. 1,8 Sekunden die Einzielzeit. Achtung, Fehler. Bam. Zu weit rausgefahren. Der Scorpion kann da hinten auf mich schießen. Ja, 1,8 Sekunden die Einzielzeit mit einem guten Gunhandling. Das macht wirklich Laune. 5,5 Sekunden ist der Stock Reload und damit kommt er auf, ich sag mal, eine angemessene DPM. Er hat 65 km pro Stunde Topspeed. Das ist für Achterlights okay. Geht aber stellenweise besser. Er hat ein sehr gutes Leistungsgewicht für Achterlights mit 35,15 PS pro Tonne. Er hat 10 Grad Gun Depression, das ist nett. Und er hat Hitpoints 1050, was auch im ganz normalen Rahmen für Achterlights liegt. Was kann er noch gut? Er hat 400 Meter Sichtweite, was auch ein relativ guter bis sehr guter Wert für Achterlights ist. Und seine Panzerung, gut, es ist ein leichter Panzer, eigentlich nicht wirklich relevant. Ich habe jetzt hier auch kaum Werte rausgeschrieben. Er kommt an manchen Stellen an der Turmfront auf irgendwie knapp über 30 mm. Ansonsten überall rundherum deutlich weniger. Mal 10, mal 20 mm. Also wenn ihr getroffen werdet und ihr nicht gerade Glück habt, dass die Granate in den Ketten hängen bleibt, dann macht der Gegner auch Schaden. Beziehungsweise wenn ihr von der Arti getroffen werdet, das habe ich in der Vorbereitung für das Video auch erlebt, dann kann die gerne mal durchschlagen, wenn sie einen Volltreffer auf euch landet. Also, Panzerung ist im Grunde nichts wert und HE auf euch tut richtig weh, genauso wie ihr halt richtig gute HE-Cam austeilen könnt. Kommen wir kurz noch zur Mannschaft. Eine 3-Mann-Besatzung, das ist natürlich auch gefährlich, gerade für Arti-Treffer, denn mit ein bisschen Pech schießt eine Arti euch instant alle drei Leute raus, wenn ihr Pech habt. Der hat einen Kommandanten, einen Richtschützen, einen Fahrer, die drei Leute. Der Kommandant ist Funker und Ladeschütze gleichzeitig und der Richtschütze ist auch noch hat auch noch die Ladeschützenfunktion. So sind die Sachen aufgeteilt. Damit könnt ihr von den britischen Lights, von den britischen Standard-Lights, die natürlich zugegebenermaßen nicht wirklich gut sind, die 7er, 8er und 9er Crew leveln. Die Crew vom 10er ist ja nur eine 2-Mann-Besatzung. Was kann man oder was sollte man eventuell für Module in dieses Fahrzeug einbauen? Ich fahre das Ding mit einem Ansetzer, einer Lüftung und einer Optik. Die Lüftung deshalb, weil ich einfach Sichtweite noch weiter pushen will, denn das ist die Stärke des Fahrzeugs. Man könnte statt der Lüftung auch überlegen, ob man einen Stabi einbaut, um das Gunhandling aus der Fahrt noch zu verbessern. Aber ihr seid halt primär auch zum Spotten da. Natürlich kann man auch Schaden machen. Aber das ist in meinen Augen, der Senlec ist nicht unbedingt so der krasse Damage-Dealer-Scout. Da gibt es andere. Zum Beispiel so ein Bulldog, so ein Girlfriends-Bulldog ist da durchaus besser geeignet. Zum allgemeinen Vergleich noch mit anderen Achterlights mal, muss man sagen, der Tarnwert auf diesem Fahrzeug mit der schlechteste auf Tier 8.
Also, da kommt eigentlich nur minimal die Girlfriends Bulldogs oder generell der Bulldog drunter, aber auch nur minimals. Also ihr sollt euch nicht unbedingt auf euren Tarnwert verlassen. Versucht dann lieber halt den Sichtweitenvorteil für euch auszuspielen und lieber halt 10 Meter weiter hinten zu stehen. Oder im Zweifelsfall halt einfach einmal nicht zu schießen. Er hat ein sehr gutes Leistungsgewicht für Achterlights. Der Topspeed ist eher okay und die Wendegeschwindigkeit des Panzers ist auch eher im Vergleich zu Achterlights so mäßig. Nun habe ich gestern zu euch gesagt, ich will euch eher Runden zeigen, die nicht so mega geil sind, sondern eher so die Standardrunden. Nun zugegebenermaßen, die Runde ist mir jetzt hier ganz gut geglückt und deswegen möchte ich sie euch auch einfach zeigen. Grundsätzlich aber auch der Hinweis, das fahrt ihr nicht jede Runde. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt, hier kommt übrigens gleich jetzt Fehler Nummer 2, pass auf, Achtung, bam. Da ist wieder der Skorpion, der mich dann nervt, oder einer der Skorpione. Ich bin generell kein guter Leitfahrer. Trotzdem ist das hier ein Fahrzeug, was mir witzigerweise Spaß macht, den ich halbwegs gerne fahre. Vor allen Dingen auch in den Frontline-Wochen hat er mir sehr viel Freude bereitet, weil ja gerade, wenn man halt nur gegen Achter kämpft oder vielleicht auch mal das Glück halt gegen Siemer zu kämpfen, ist die HE-Munition halt einfach mega, mega lustig. Da kann man die Leute schon ganz gut ärgern. Hier kann ich jetzt den Liberté ein bisschen abfarmen, kette ihn auch, um da noch ein bisschen Support-Damage abzufarmen. Ist es nun wert, diesen Panzer zu kaufen? Tja, das ist schwierig zu beantworten. Man muss schon sagen, dass die Briten-Lights, die Standard-Lights sind schlechter als der hier, vor allen Dingen auch der Standard-Achter. Es ist ein bisschen fies, was Wargaming hier macht, im Prinzip den Premium wieder besser zu machen als die, als das Standardfahrzeug. Aber man muss auch sagen, dass die Standard-Lights der Briten einfach so scheiße sind, dass das auch bei dem hier kein Wunder ist. Es gibt sicherlich bessere Lights. Wenn ihr Bock habt, ein bisschen mit HE zu trollen, wenn ihr diese Lights vielleicht sogar mögt, auch wenn sie vielleicht scheiße sind, dann kann ich euch sagen, ja, der macht schon Spaß. Er ist aber nicht so klein wie die anderen, wie die Standard-Lights der Briten. Der ist relativ groß, er ist eine ganz schöne Kiste und das führt halt auch dazu, dass sein Tarnwert so schlecht ist. Das muss man halt wissen. Ist es jetzt ein Pflichtkauf? Definitiv nicht. Also auch hier, wie bei den ersten beiden Panzern, also der WZ-111 war definitiv kein Pflichtkauf, garantiert ist eher das Gegenteil. Und die Turtle war so weit weg von der Meta, der erste Panzer, der im Adventskalender war, dass das auch definitiv weit weg von dem Pflichtkauf ist. Ich würde sogar fast sagen, dass von den drei Panzern, die wir bisher im Adventskalender gesehen haben, ist der hier noch der attraktivste von den dreien. Und das würde ich sogar sagen mit großem Abstand. Wenn ihr aber jetzt kein Leitfahrer seid, dann lasst es einfach. Kauft ihn nicht, spart euch das Geld. Es kommen sicherlich attraktivere Angebote, beziehungsweise schaut halt für euch einfach, das habe ich ja auch, glaube ich, gestern oder vorgestern schon gesagt, überlegt euch ein bisschen, was ihr eventuell für Fahrzeuge haben wollt und definiert für euch da eine finanzielle Grenze und wenn dann das Fahrzeug kommt, was ihr haben wollt, dann schlagt halt zu und lasst euch aber nicht eventuell hier zu irgendwelchen Spontankäufen verleiten. Gerade wenn ihr jetzt vielleicht sagt, okay, Lights sind jetzt eh nichts für mich und würde ihn jetzt nur kaufen, damit ich ihn in der Garage habe, dann tut es nicht, spart euch die Euros und gebt sie lieber für was anderes aus. Vielleicht nicht unbedingt für World of Tanks, es gibt sicherlich noch andere Leute, die ihr in der Weihnachtszeit mit irgendwas glücklich machen könnt und es muss dann auch nicht immer was mit Geld sein. So, hier am Ende jetzt haben wir noch den Stritzwagen und den Prott. Der Prott war noch gar nicht offen. Und ich habe mir jetzt zu dem Zeitpunkt gedacht, hier wird auch nicht mehr viel passieren. Das kann ich mal vorwegnehmen. Ich lasse den VK jetzt einfach durchcappen. Der hatte schon mal fast gecappt. Dann kam der Skorpion noch zum Spielen. Ich habe auch, muss ich zugeben, jetzt erst gemerkt, dass da überhaupt noch ein Prott ist, der jetzt noch gar nicht offen war. Und überlege jetzt so ein bisschen, wie ich eventuell die beiden spotten könnte. Versuche das jetzt hier auch noch, aber kann schon mal sagen, außer dass ich gespottet werde, kriege ich hier nichts weiter auf. Wir können mal die doppelte Zeit anmachen, damit das hier ein bisschen schneller geht. Also, ich werde jetzt hier in der Anfahrt gespottet, das heißt, jetzt hier hochfahren wäre töricht. Dann überlege ich mir, na, ich versuche es mal eher ein Stück weiter links, falls sie jetzt hier oben die Ridgeline abaimen
Und gucke mal hier eventuell ums Eckchen. Hallöchen. Aber auch da werde ich gespottet. Und jetzt haben wir durchgekappt. Ich will am Ende hier nicht rausgehen. Und deswegen bleibt es jetzt dabei, dass die zwei halt noch im Gefecht überleben. Hier jetzt die Auswertung am Ende noch. Kurz der Hinweis, ich packe euch natürlich auch den Link zum Adventskalender auch wieder in die Videobeschreibung. Wie angekündigt, eine relativ gute Runde. Wie gesagt, das ist jetzt kein Standard und mein Anspruch ist eigentlich auch, euch eher so, naja, nicht die Grotzrunden zu zeigen, die jeder von uns hat, aber auch nicht diese Monsterrunden. Aber jetzt ist halt gerade mal so eine Runde bei rumgekommen und deswegen möchte ich sie halt oder wollte ich sie euch einfach zeigen. Wir bekommen das, wie gesagt, das Panzerass, den Speer, den Schläger, den Brandstifter. Das war ein bisschen lucky in der Runde. Und das Wirkungsfeuer. Wir machen insgesamt 3,6 Schaden. Das ist Platz 1 vom Schaden. 3 Kills, 1387 Basiserfahrungspunkte ist jetzt auch Platz 1 und vor allen Dingen auch nicht ganz so wenig mit dem Fahrzeug. Insgesamt noch 2-2 Spotting. Also wir haben schon unsere Aufgabe hier erledigt. Ich habe versucht am Anfang da in der Mitte zu spotten. Es war halt auch keine Arti dabei, die uns da irgendwie nerven könnte. Hab zweimal schlecht, unüberlegt agiert und das wird halt in einem Light sofort bestraft. Das habe ich auch in den anderen Runden, die ich davor gefahren bin, sofort gemerkt. Lights ist halt die Klasse, die am schwersten zu fahren ist. Und da wird jeder Fehler direkt bestraft. Einerseits, weil ihr meistens relativ weit vorne steht, weil ihr keine Panzerung habt und ja, ihr halt Risikopositionen anfahrt. Und wenn dann ein Fehler passiert, so wie bei mir zweimal, dann ist man auch ganz schnell raus. Da muss man halt wirklich aufpassen. Insgesamt, es war ein bisschen APCR dabei. Die Premium-Verbrauchsgüter müsste man ja auch noch mit reinrechnen. Gibt es in der Runde 88.000 Credits plus. Also wenn man, wie gesagt, noch die 20.000 abzieht, sind es 68.000. Auch das ist kein schlechter Wert. Und insgesamt mit Tagessieg und Bonus, was es ja nicht alles gab, sind es 10.613 Erfahrungspunkte. Der Senlek als dritter Panzer, meiner Meinung nach bis jetzt, wir sind ja gerade mal am Anfang, das beste Angebot einfach vom Fahrzeug her. Über die Preise, da müssen wir an einer anderen Stelle drüber reden, aber das ist halt schon, das soll jetzt keine Entschuldigung oder keine Rechtfertigung sein, aber das ist halt schon immer so im Adventskalender, das habe ich euch auch angekündigt. Das überrascht mich jetzt persönlich nicht, trotzdem muss man das natürlich als Kritikpunkt hier anbringen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Wie immer geht mein Dank raus an meine großen Unterstützer, Kronksturm 122er, Parsival, Kulle und Ködö. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.